Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bellride. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja stark und hart prepared für den nächsten Raid. Alle haben jetzt ein Abenteuer gewandt, alle sind gut in Rüstung gekleidet und wir schauen mal, was der Raid 2 uns so bringt. Ich glaube, ich werde noch ein paar krasse Kappen herstellen. Wenn ich die Ressourcen dafür habe. Robuste Haube, einfache Schnur und Hanf. Wir schauen mal ins Inventar, was wir so haben. Wir haben einfache Schnur und wir haben Hanf. Ich werde noch mindestens 2 Hauben herstellen. Dann müssten meine Leute ausgerüstet sein. Und ich hoffe irgendwann jetzt mal auf Herstellung 3, damit ich einen Hammer herstellen kann. Kann doch nicht so schwer sein. Ich könnte noch überlegen, ob wir einen Handwicker herstellen, aber ich glaube, ich würde den nächstbesseren Handschuh erforschen. Können wir gleich mal in Erwägung ziehen hier. Robuste Fäustlinge, Rüstung 3. Ja, erforscht das mal, meine lieben Freunde. In der Zeit können wir noch die Hauben herstellen. Müsste auch irgendwann mir mal einen Winterumhang herstellen, damit ich im Winter nicht mehr friere. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was dieser Debuff macht, aber ich glaube, der nimmt mir ein bisschen Leben und Ausdauer. Aber ich habe es noch nicht herausgefunden. Ich habe ihn noch nirgends einsehen können, diesen Debuff. Ich weiß, dass ich ihn habe im Winter, aber jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Gleich bevor die hier wieder abhaut, rüste ich die mal mit einer Haube aus. So, du warst noch die eine Stadtbewohnerhaube hat, ne? Du hast jetzt die bessere Haube. Warte, ich brauchte für die Leinen und Fell, glaube ich, für die Winterausrüstung. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe Herstellung 3. Toll. Ich habe doch Fell. Ach, das Fell geht nicht. Okay. Doch nicht egal, welches Fell man dabei hat. Wo ist das andere Fell? Hier oben. Wenn der hergestellt ist, dann gehen wir an den Kriegshammer. Und dann kriegt vielleicht irgendjemand von uns noch einen Kriegshammer. Ich kann leider nicht führen, ich brauche Stärke 3 dafür. Ich habe nur Stärke 2. Nee, Stärke 1. Warte mal, ich brauche Stärke 2 dafür. So rum. Wir haben robuste Fäustlinge erforscht. Mal kurz raus und wieder rein. Hanf und einfache Schnur. Das wäre noch so ein Ding, wenn wir den Kriegshammer erforscht haben, dann robuste Fäustlinge. Digga, dann sind meine Leute aber auch prepared bis unter die unseren Haaransatz. Wirklich. Die haben alles. Alles. Nächster Schritt, Plattenrüstung. So, jetzt habe ich einen fetten Umhang. Jetzt schauen wir rein. Was brauchen wir für den Kriegshammer? Wo ist der? 2 Bronzebarren, 5 Rohstein und 2 Holz. Kriegen wir hin. 2 Bronzebarren. Holz und Rohstein, ne? Rohstein. Ich weiß nicht wie viel, ich nehme erstmal mit. So, erster Kriegshammer wird hergestellt. Und wir haben ja den einen Typ, den wir zuletzt engagiert haben. Der hat ja ultra gute Kampfwerte. Und ich glaube, der hat auch Stärke 2. Und der kann dieses Ding, dieses Witwenmacher-Ding führen. Hoffe ich. Wir suchen den gleich mal. So. Jetzt ist das Ding hergestellt. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo der Typ ist. Nee, du bist die Frau. Ist jetzt gar nicht mehr so einfach herauszufinden, ob Frau oder Mann, wenn jetzt alle so eine Haube tragen und alle in die gleiche Uniform. Wer bist du? Attribute. Stärke 0 von 5. Einhand, Gewandtheit, Bogenschießen 2. Du hast aber keine Stärke, Digga. Warte mal, jetzt muss ich meine Leute untersuchen. Nicht, dass ich gar keinen habe, der Stärke 5 hat. Warte mal. Stärke 1, Stärke 0, Stärke 0, Stärke 3, Saul, wo bist du? Komm mal zu mir. Komm mal bitte zu mir. Du bist der Hauptmann meiner fucking Armee. Und du kriegst jetzt
den scheiß Hammer in die Hand. Du siehst gut aus damit. Du siehst wirklich gut aus damit. Erarbeite das mal weiter. Ich stell allen noch Handschuhe her. Erstmal gucke ich, was ich brauche. Weiß ich nicht mehr, was ich für Handschuhe brauche. Robuste Handschuhe, Hanf und einfache Schnur. Easy peasy. Die drei Rüstungen hole ich mir noch ab. Wir haben nicht mehr so viel Schnur, ne? Ich weiß nicht, was ich für Schnur brauche, aber ich glaube auch Hanf. Wenn nicht, stellen wir noch ein bisschen Schnur her. Flachs brauchen wir. Okay, stell mal Schnur her. Komm. Ist schnell hergestellt. Aber zumindest habe ich jetzt ein sehr gutes Gefühl, wenn wir jetzt geradet werden. Wenn wir mit dem Raid durch sind, konzentriere ich mich auf andere Sachen. Aber erstmal muss die Armee ausgerüstet werden. Oh, 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 oh. Okay, Überfall und Anmarsch. Dann Gefährte. Kommt mal her. Gebt euch jetzt noch Handschuhe. Du kriegst noch Handschuhe? Ich muss noch was essen. Du kriegst noch Handschuhe. Du hast Handschuhe. Du hast noch keine Handschuhe. Okay, so. Ich esse noch was. Und dann fighten wir gleich. Du hast noch keine Handschuhe, ja, aber ich muss mir erstmal was gönnen. Wir haben nichts zu essen. Okay, gut. Attacke, los, fight! Ich schnapp mir gleich mal einen Bogenschützen. Boah, ich hab nichts zu essen dabei, ey. Das ist super dumm. Ich hoffe, meine Leute fighten. Gut. Ja, es sieht noch gut aus. Einer ist schon tot. Ne, zwei sind schon tot. Fuck. Oh nein, das haben wir verloren. Oh nein, ich habe mich doch so gut prepared und dann habe ich nichts zu fressen. Das ist richtig schlecht. Was macht einer meiner Leute eigentlich da hinten? Digga, du bist mein bester Kämpfer. Warum bist du nicht hier? Ich muss jetzt warten, bis er kommt. Warum flieht ihr? Bleibt hier! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das eine Shitshow? Sie kommen zurück. Haben sich nur neu positioniert. Greif sie an, mach sie kalt. Mach sie jetzt fertig, Digga. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Lass dich nicht nochmal treffen. Mach ihn fertig, los. Hau nochmal drauf. Ja, sehr schön, nochmal, komm. Ja! Oh. Alter. War das schlecht. War das schlecht? Ja, er hat Hunger und wird mir bald nicht mehr folgen. Toll. Oh Gott, war das schlecht. Wir brauchen definitiv was zu essen. Ja, das ist das, was die geklaut haben, ne? Die haben natürlich auch Essen geklaut. Aber Gott sei Dank kriegen wir den ganzen Stuff zurück. Muss was zurückbringen. Erstmal was essen. Gerade so noch abgewehrt, den Bums. Aber wir haben doch einen Haufen Beeren.
Ist doch erstmal was. Ich frag mich gerade, wo die anderen Überreste von den anderen Fights sind. Wisst ihr, hier waren ja noch mehr Leute. Sie sind ja gestorben. Wo sind diese... Hier ist noch Simon Gottfrieds Überreste. Ha, okay. Müssen wir mal gucken. Aber das liegt ja... Es lag jetzt wirklich daran, dass ich und meine Leute einfach nichts zu fressen hatten. Das ist nicht gut. Und dass ich einen vergessen habe. Einen habe ich vergessen, als Gefährten mit auszurüsten. Frag mich warum. Wisst ihr, was das Problem ist? Wir sammeln keine Pilze. Wir sammeln einfach keine Pilze. Meine Leute sind verärgert. Ja, die müssen halt wieder erstmal aufstehen. Und dann was essen. Wir brauchen halt Gemüse. Bräuchten sowas wie Knoblauch. Knoblauch. Hier gibt's Knoblauch. Da. Ja, hier ist der eine Dude noch gestorben. Beerenmarmelade habe ich gefunden. Okay. Esse ich gleich mal und dann besorge ich mir Knoblauch. Das andere kann ich ins Inventar tun. Dann kann irgendwer hier das noch essen, wenn er möchte. Mann, da habe ich mich so für den Fight prepared. Und dann lose ich so richtig schlecht. Aus so einem dummen Grund, weil ich einfach nichts Vernünftiges zu essen hatte. Annie levelt Landwirtschaft auf 3. Gutes Mädchen. Wir brauchen halt Knoblauchsamen. Und dann kann ich... Was ist das? Brigant. Okay. Was haben die hier geschossen? Ein Wildschwein, Free Loot. Oh no! Wenn die da schießen, darf ich das nicht looten. Ungünstig. Da vorne ist Knoblauch, aber da vorne sind auch Raider. Muss ich warten, bis die weg sind? Knoblauch. Ich hätte gern Samen von dem Knoblauch. Super viel Hanf auch, ne? Aber noch kann ich ja aber nichts aus dem Knoblauch herstellen. Aber ich hätte trotzdem gern Samen. Digga, gib mir doch Samen. Kann ich Knoblauch essen? Nö. Zumindest nicht roh. Wird eine Zutat sein für irgendwas, ne? Da sind die ersten Knoblauchsamen. Wird sicherlich ähnlich funktionieren wie mit dem Ernten von Erzen. Dass dann, da zweimal Knoblauch, sehr gut. Oh, dreimal, sehr gut. Dass dann eine Wahrscheinlichkeit ausgerollt wird. Aber leider mit einer sehr schwachen Wahrscheinlichkeit, da tatsächlich Samen rauszubekommen. Ich muss schon ein bisschen auf die Map achten, nicht, dass ich hier irgendein Raid bekomme oder ein Wildschwein, was mich fighten möchte. Ich glaube, ich habe einen Knoblauch hier geerntet. Nee, hier gibt es noch was. Na komm noch, keine Samen mehr. Komm, ein paar Samen hätte ich gern noch. Inventar ist voll. Toll. Komm schon, Samen. Leider nein, leider gar nicht. Na gut, dann nicht. Vorne ist noch ein Knoblauch. Bitte, Samen. Nö. Schade, dreimal Samen habe ich nur. Naja, muss reichen. Dann stelle ich einfach auf meinem Feld ein, dass Knoblauch mit einer höheren Priorität angebaut wird. Dann können die drei Samen sehen. Guckst du hier? Weiß zwar noch nicht, was ich mit dem Knoblauch mache, aber irgendwann
wird das ein Ding. Sind meine Leute jetzt wieder da? Ja, aber die schlafen erstmal. Okay. Warum schläfst du hier am Feuer? Obdachlos? Hier wohnen zwei drin. Ach so, die Hütte muss erst wieder aufgebaut werden. Aber es wohnen immer ein Männchen und ein Weibchen. Männchen und ein Weibchen. Ein Mann und eine Frau wohnen immer da drin. Lol. Also brauche ich gar nicht vier Hütten, sondern eigentlich nur zwei. Das ist schon mal gut. Ist noch irgendwas kaputt gegangen? Also der Garten auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal gut. So, hier sagen wir mal Knoblauch mit einer Priorität von 4 anbauen, bitte. Und ich wüsste gern, wo ich einfach Gemüsesamen herbekomme. Ich glaube, es muss ich irgendwo handeln. Geh mal in deine Hütte, bitte. Naja, dann schlaf halt am Feuer, ist mir auch egal. Ich glaube, es wird auch Zeit für Lager. Für noch mehr Lager. Und halt für diesen Wassersammler. Platziere ich mal hier direkt am Feld. Das könnt ihr da mal bauen. Und Lager. Ja. Baut erstmal ein zweites Lager. So, wir gucken mal, was wir jetzt. Gepanzerte Mütze. Rüstung 6. Lol. Dicke verstärkte Jacke, Rüstung 17. Was haben wir jetzt auf unserer Rüstung 23? Okay, beschlagenes Hemd 26. Dicke verstärkte Jacke. Hm. Ich gucke jetzt gerade, was ich noch forschen kann. Heugabel. Plankenschild. Komposthaufen. Ich glaube, Komposthaufen ist ein Ding, was wir brauchen. Also hier ist auf jeden Fall einiges verloren gegangen. Unsere ganzen Waffen, die wir hatten, die sind weg. Also die haben schon gelootet. Nicht so gut. Also vielleicht wäre es gut, wenn wir doch noch ein paar Quests machen. Händler in Not. Bringe zweimal robustes Hemd. Das können wir machen. Robustes Hemd. Schnüre und Hanf. Zweimal brauchen wir das. Wir müssen Quests machen. Wir brauchen noch mehr Leute. Ich überlege auch schon, ob ich meine Leute mit Bögen ausstatte. Außer den einen, der den Kriegshammer hat. Und dem vielleicht noch ein Schild geben. Damit wir einfach effizienter mit Raidern umgehen. Bei mich stört so ein bisschen mich stören die Fernkämpfer. Darauf haben wir noch keine richtige Antwort, ne? Klar, wenn unsere Nahkampfreichweite sind, dann machen die lang. Aber wir könnten natürlich auch Fernkämpfer haben, um deren Nahkämpfer lang zu machen. Ich glaube nämlich, dass die KI kein Friendly Fire macht. Also, dass die Pfeile, die von der KI abgefeuert werden, von meinen Leuten, mich nicht treffen können. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Weil ich habe ja die, also ich bin ja, ich gehe ja die Gefahr, dass wenn ich im Bogenfight gehe auf einen Pulk, der gerade Nahkampf macht, dass ich meine eigenen Leute treffe. Wir haben den Komposthaufen freigeschaltet. Wenn wir gleich mal neben dem Wassersammler platzieren, haben wir noch eine Quest, die wir irgendwie gleich machen können. Händler Not, Schuppen Teil 1, sprich mit Ansgar Selvi Ältester. Das können wir nochmal probieren. Aber erstmal bringen wir dem Händler aus dem ersten Dorf sein Stuff. Und bauen hier vielleicht noch einen Komposthaufen hin. Ach, hier ist er. Kurz gesucht. Ja. Ich habe die Gegenstände, nach denen du gefragt hast. Ja, ich hoffe, sie werden ihren Zweck erfüllen. Hier ist deine Belohnung. Lehrling Handwerk 2 oder Lehrling... Ah, Stärke. Stärke.
Okay. Habe ich eigentlich auch... Nee. Also, ich level auch nicht in der Stadt hier. Das finde ich ein bisschen doof. Ich spreche nochmal hier mit Majestix. Dann kann ich dir bei irgendwas helfen. In der letzten Zeit gibt es Gerüchte, dass nachts in der Nähe von Harndin seltsame Dinge geschehen. Was kannst du mir über diese seltsamen Vorkommnisse erzählen? Einige Dorfbewohner erzählen mir von einer mysteriösen Gestalt, die am Ende des Dorfes lauert. Einige von ihnen glauben sogar, dass es ein Geist ist. Bitte frag dich und prüfe, ob dies eine Bedrohung für das Dorf darstellen könnte. Vorsicht, es ist besser als Nachsicht. Okay, wen soll ich danach fragen? Frag Theodor und Andrea, die waren die Leute, die es gemeldet haben. Du kannst auch Amelie fragen, selbst wenn sie am trotzigsten ist, weiß sie in der Regel, was im Dorf vor sich geht. Ich werde nach dieser mysteriösen Identität suchen. Okay, Digga. Okay. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Verfolgen wir mal die Quest. Aber die scheint schwer zu sein. Der Älteste hat mir gesagt, dass du etwas über die Personen weißt, die am Rande des Dorfes lauern. Ach ja, ich habe sie nachts in der Nähe des Waldes gesehen, wie eine nachtaktive Kreatur. Lauert jemand auf den Feldern? Das klingt furchtbar verdächtig. In der Tat, ich wünschte, es wäre harmlos. Am besten du passt auf dich auf. Es könnte mehr dahinter stecken, als man auf den ersten Blick sieht. Ich werde ich bis später. Oh, ich habe gerade Vertrauen bekommen. Okay. Gut. Sprechen wir mit den anderen mal. Der Älteste hat mir gesagt, dass du etwas weißt, was weiß ich, keine Ahnung. Götter, warum glaubt dieser alte Mann, dass ich über alles Bescheid weiß, was hier vor sich geht? Anstatt sich einfach mit den Dingen abzufinden, wie sie sind, wie sie unter unseren sogenannten Anführer sind. Danke für den Hinweis, Amelie. Ich werde sehen, was los ist. Nun, jemand sollte die Verantwortung übernehmen. Die Dorfbewohner brauchen jetzt etwas Beruhigung. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Okay. Die weiß von nix. Ah, hier ist die andere. Überfallgefahr erhöht 10%, okay. Der Älteste hat mir gesagt, dass du etwas über die Personen weißt, die am Rande des Dorfes lauern. Götter, mein Herz wäre mir fast aus der Brust gesprungen, als ich sie sah. Eine Schattengestalt an der Grenze des Dorfes. Du kannst mich auslachen, so wie du willst, aber ich glaube, dass es wirklich eine Art Geist sein könnte. Denk darüber nach, was auch immer es ist. Es erschreckt die Leute nachts und zwei von uns haben es gesehen. Schon gut. Wo hast du den Geist gesehen? Ich habe ihn in weiter Nähe des Dorfes gesehen. Bitte, wenn du danach suchst oder nach ihnen, sei vorsichtig. Wir wissen nicht, was es ist. Ich werde die Gegend untersuchen, Andrea. Danke. Danke, mein Lieber. Es ist beruhigend zu wissen, dass sich jemand darum kümmert. Bitte sei vorsichtig da draußen. Ich verspreche es dir. Sprich mit Donovan Klain. Who the fuck is Donovan Klain? Okay, da unten irgendwo. In dem Teil des Dorfes war ich noch überhaupt nicht. Krass. Gibt's hier vielleicht jemanden, der mir Samen verkauft? Ich will mal ganz kurz mit ihr da drüben sprechen. Weil sie scheint ja hier so ein bisschen landwirtschaftlich angehaucht zu sein, oder? Ich suche gute Leute. Blablabla. Achso, ich kann sie anwerben. Oha! Die hat wirklich krasse Werte. Stärke 6 von 9. Krass, aber sie braucht auch mega viel. Dorf ist nicht befreit. Bin durch das Frauenservice Bellwright nicht genügend ansehen. Okay. Diese Dorfbefreiung ist halt immer noch sowas, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Muss ich jetzt mit dem sprechen, der hier am Dorfrand lauert? Muss ich gleich fighten?
Zieh nicht deine Waffe, Kumpel. Ich suche keinen Ärger. Okay, ich Gott sei Dank ich auch nicht. Was machst du hier? Bist du derjenige, der sich im Dorf herumschleicht? Ich bin kein Feind. Ich versuche, mich von den Royal Bastards zu verstecken. Dieser Banditenbande. Sie werden mich nicht finden, wenn ich mich unter den Dorfbewohnern in der Nähe der Briganten verstecke. Erzähl mir deine Geschichte. Was führt dich hierher? Danke, dass du mir zuhörst. Du siehst aus wie ein vernünftiges Kind. Ich bin Kind? Ich war ein Teil der königlichen Bastarde. Ich bin aus purer Verzweiflung beigetreten. Ich konnte diesem Drecksloch von der Region keinen richtigen Job finden. Also schloss ich mich der Gruppe der Banditen an. Aber es wurde nicht besser. Sie behandelten mich praktisch wie einen von euch Dorfbewohnern. Mein erster Job war es, einen Konvoi eines Lords aufzuhalten, der durch das Flachland zog. Aber die anderen weigerten sich, die Beute mit mir zu teilen. Ich bin am Boden zerstört. Ich wollte das Gold benutzen, um von hier wegzukommen. Und sie sagten nein, ich verließ die Bastarde und jetzt versuche ich zu überleben. Aber sie jagen mich. Ich möchte diesen Ort so sehr verlassen, aber ich denke, wir können uns gegenseitig helfen. Ich habe einen Vorschlag, wenn du mir zuhörst. Ich nehme dich gerne auf, mein Freund, ich nehme dich gerne auf. Was ist dein Vorschlag? Ich kann dir sagen, wo das Versteck von dem Überfall der Konvoi versteckt ist. Es ist höchstwahrscheinlich gut verteidigt, aber du siehst aus wie jemand, der mit sich selbst umgehen kann. Wir teilen uns die Beute, ich kann dieses gottverlassene Land endlich verlassen und du bekommst einen ordentlichen Batzen Gold. Was sagst du? Ich werde nicht mit Verbrechern zusammenarbeiten. Meine Aufgabe ist es, dieses Dorf zu beschützen. Dann müsste ich mit ihm fighten. Oder wir teilen, was ich finden kann. Ich hätte jetzt Bock, mit ihm zu fighten. Aber lasst mich erstmal einen Pilz essen. So. Fight. Boah. Komm, du kommst gar nicht zum Zug, Digga. Ja, sehr gut. Oh, 500 Münzen. Easy peasy. Kann ich noch sein Lager ausräumen? Hat er noch was hier? So, jetzt kann ich mit dem Ältesten sprechen, dass die Gefahr gebannt ist. Ich hatte kurz Angst, dass er mich besiegt, aber er hat einmal zugeschlagen. So ein bisschen so ein Sucker Punch. Und dann war er Mus. Dann konnte er nichts mehr tun. Denn ich war zu schnell für ihn. Habe ich vielleicht noch ein bisschen was gelevelt? Ein bisschen Einhand vielleicht. Ach so, wartet mal. Ich habe ja ein Buch. Stärker, ne? Habe ich zweimal. Geil. Dann kann ich Stärke leveln, indem ich ein Buch lese. Was steht denn in diesem Buch drin? Stehen da so, du bist ein Löwe, Digga. Du bist ein Bär. Du bist König der Tiere. Du musst jeden Tag trainieren, Digga. Jeden Tag. Dann kriegst du Frauen, dann kriegst du Geld, dann kriegst du alles. So was steht da drin. So richtige Alpha-Sprüche. Was den Banditen in der Nähe betrifft. Ja, was hast du herausgefunden? War ein Banditenspeer oder ein Geist, wie Andrea vermutet? Ein ehemaliger Bandit, keine Sorge, er wird Hahn den nicht mehr belästigen. Also was hast du beschlossen, mit ihm zu tun? Ich habe ihn getötet. Er war ein großes Risiko, um ihn am Leben zu lassen. Ich bin kein Verfechter von Gewalt, aber du hast getan, was du tun musstest, um das Dorf zu schützen. Hier, nimm das für die gut gemachte Arbeit. Choose your knowledge book reward. Okay. Einhandwaffen oder Bogenschießen? Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich level Einhandwaffen, weil Bogenschießen, das level ich einfach so durchs Tun, durchs Jagen. Und, noch ein Buch, Lernungsbuch, Kochen oder Arbeiter? Im Arbeiter. Und wir haben 200 Ruhm bekommen.
Theoretisch könnte ich jetzt noch mal gucken, ob ich jemanden engagieren kann. Glück der Gefolgsleute, minus 3. Worte, Pessimist. Nee, die nehme ich lieber nicht. Vielleicht nehme ich noch einen Mann. Wie sieht's mit dir aus, mein Freund? Merlin? Was heißt denn Glück der Gefolgsleute? Ich weiß es nicht, aber ich nehme ihn, glaube ich, erstmal nicht. Das habe ich, den Debuff habe ich bei allen. Glück der Gefolgsleute. Scharfschütze. Trottel. Fähigkeits-EP gewinnen, minus 30%. Damit kann ich leben. Moral-Pessimist, minus 20. Aber Bogenschießen 5. Ja, die kriegt einen Bogen von mir. Die gehört jetzt zu mir. So. Neue Frau. Du wirst... Also geh erstmal arbeiten für mich. Geh erstmal für mich arbeiten, Mädchen. So, und ich würde sagen, es war, naja, eine durchwachsene Folge, sage ich mal. Ja, wir haben den Raid leider nicht geschafft, obwohl ich mich krass prepared habe. Aber dafür haben wir jetzt eine Scharfschützin. Ich habe daraus gelernt, dass wir zumindest immer gutes Essen da haben sollten. Ja, und ich hoffe einfach, der nächste Raid läuft besser. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Lasst auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo da, ein Like unter das Video, vielleicht auch einen Kommentar für den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Ciao.